Karnevalshochburg München. Ich habe Skandinavistik studiert, aus einem Grund, der sich mir nicht mehr ganz entschließt. Und daraus ist ein Buch entstanden und auch ein abendfüllendes Programm. Das heißt, und was kann man damit später mal machen? Sind Geschichten für Geisteswissenschaftler und alle anderen, die auch nichts Anständiges gelernt haben. Und ich möchte gerne den Auftakttext des Programmes und des Buches euch heute vorlesen. Der spielt zu Beginn dieses Studiums. Geht folgendermaßen. Und was kann man damit später mal machen? Fragte mich die junge Frau. Naja, sag ich, so genau kann man das nicht sagen. Also, man hat halt einen Uni-Abschluss und dann sieht man weiter. Aha, sagte die junge Frau und ging. Wie war das? Fragte ich meine Dozentin, die neben mir am Skandinavistik stand und mit der zusammen ich am Tag der offenen Tür der Uni für das Fach werben soll. Besser, sagt sie, besser. Immerhin hast du dieses Mal den Uni-Abschluss erwähnt. Ja, sage ich. Und ich habe es vermieden, die Worte beschissen und Bachelorstudium zu kombinieren. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Ihre Worte machten mich stolz. Ich war gerade mal ein paar Monate an der Uni, da sollte ich ihr schon bei der wichtigen Aufgabe assistieren, künftige Erstsemester anzulocken. Deshalb hatte ich 300 Boxen Pfefferkuchen gekauft und eine Spur vom Eingangsportal der Uni zu unserem Stand gelegt. Seitdem waren unzählige junge Menschen zu unserem Stand gekommen, doch für das Studium konnte ich noch niemanden begeistern. Ich finde ja Wikinger voll interessant, sagte ein Typ mit Wikingerhelm nun zu meiner Dozentin. Macht man bei euch auch so Wikingerzeug? Ja, antwortete sie. Es gibt eine Einführung in die Literatur und Kultur des skandinavischen Mittelalters. Da kriegst du das volle Programm. Wikinger, Sagas, Edda-Dichtung mit Riesen und Trollen. Und was kann man damit später mal machen? Fragte die Mutter des Typen. Man kann zum Beispiel an der Uni bleiben und forschen oder eine Funktion im Literaturbetrieb übernehmen. Auch Übersetzer, gerade von wissenschaftlichen Texten, werden immer wieder gebraucht. Es gibt aber auch viele, die in die journalistische Richtung gehen, sagte meine Dozentin. Irgendwie klang das besser als das, was ich der jungen Frau vorhin gesagt hatte. Trotzdem zog die Mutter den Typen weg. Sie war wohl nicht der Meinung, dass sich 6 Semester beschissenes Bachelorstudium lohnen, wenn man danach auch noch selber schauen muss, welchen Beruf man wählen will. Mach dir nichts draus, sagte ich zu meiner Dozentin und reichte ihr einen Pfefferkuchen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Findest du? Warum flüchten dann alle immer zum Nachbarstand, wenn wir ihnen sagen, dass sie mit unserem Studiengang nicht Arzt oder Vorstandsvorsitzender von BMW werden können, sondern höchstens von Volvo? Am Nachbarstand verteilen die BWL, naja, doch, Menschen. Essbares Geld. Wir bringen sie auf den richtigen Weg, stand auf dem Spruchband, das über ihrem Stand prangte. Dahinter ein Sternchen, wie bei der Werbung für den ultimativ günstigen Handyvertrag. Und ein zweites, ungleich kleiner gedruckteres Sternchen an der Seite verkündete kaum noch lesbar, heute fressen Sie das Geld, später wird das Geld Sie fressen. Ich finde ja Wikinger voll interessant, sagte der Typ von vorhin dort zu einem der Anzüge. Macht man bei euch auch so Wikingerzeug? Nein, aber wenn wir mit dir fertig sind, kannst du dir dein eigenes Langschiff kaufen. Das klingt doch toll, Typ, sagte die Mutter des Typen. Steht hier so. Bei uns lernst du, wie du Runensteine lesen kannst, raunte ich dem Typen zu und erntete einen mitleidigen Blick vom Nachbarstand. Aber noch gab ich nicht auf. Und wir feiern immer Midsommer im englischen Garten mit skandinavischen Liedern und Gerichten. Und im Winter das Lucia-Fest mit skandinavischen Liedern und Gerichten. Wenn wir mit dir fertig sind, sagte einer der Anzüge, kannst du dir skandinavische Gerichte kaufen. Ach was, du kannst dir Skandinavien kaufen. Das klingt doch toll, Typ, sagte die Mutter des Typen. Es gibt aber auch viele, die in die journalistische Richtung gehen, sagte meine Dozentin unterdessen zu einem anderen Anzug.
Die Szene erinnerte mich ein bisschen an Age of Empires, wo man seine Gegner, anstatt sie anzugreifen, mit Hilfe von Mönchen ganz einfach bekehren kann. Und wusstet ihr, springe ich ihr deshalb sofort zur Seite und zitiere die skandinavische Literaturgeschichte, dass sich Ende des 19. Jahrhunderts viele skandinavische Künstlerkreise in Deutschland gebildet haben? Berlin war die Kultur- und Kunstmetropole, während Münchens Attraktivität eher in billigen Wohnungen, gutem Bier und Arbeitsruhe bestand. Entschuldigen Sie, haben Sie gerade billige Wohnungen gesagt? Fragen ungefähr 300 Mütter von Typen auf einmal. Geht, glaube ich, in Hamburg auch. Ja klar, nehmen Sie einfach die U137 zurück ins Jahr 1880, sage ich und nehme mir noch einen Pfefferkuchen. Alex, sie sind nicht für dich, sagt meine Dozentin. Wenn wir mit dir fertig sind, sagt eine der Anzüge, kannst du dir die U137 kaufen. Das klingt doch toll, Typ, sagte die Mutter des Typen. Und was kann man damit später mal machen, fragte ich meine Dozentin vorsichtig, als wir später wieder ungestört an unserem Stand standen. Alex, ich habe seit ein paar Jahren meinen Abschluss und statt sinnvoll zu forschen oder irgendwo Geld zu verdienen, stehe ich hier in einem Infostand für Skandinavistik rum, sagte sie. Sieht das aus, als hätte ich eine Antwort gefunden? Ich schätze, es wird also wohl noch eine ganze Weile dauern, bis ich jemandem diese Frage beantworten kann. Aber ich bin Magisterstudent, ich habe also auch nur ein paar Semester dafür Zeit. Ich nehme mir einen weiteren Pfefferkuchen und laufe am BWL-Stand vorbei zur U-Bahn und ein bisschen fühlt es sich so an, als wäre ich trotz allem auf dem richtigen Weg. Danke.